Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger, mein Name ist Mario Amen, ich bin Versicherer aus Vorarlberg. Ich möchte euch gerne mitteilen, wenn ihr gerodeln geht, habt Spaß dabei, müssen es, aber schaut auf euch, nehmt den Helm mit, nehmt eine gute Schutzausrüstung mit und wenn ihr Kind dabei habt, schaut gut auf dich. Heute haben wir Traumwetter, die Rodelpiste ruft, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Was sind so die wichtigsten Tipps für die sichere Rodelpartie? Zum einen einmal das eigene Fahrkönnen richtig einschätzen und wenn man jemanden dabei hat, auch schauen, ist der auch dazu befähigt, um das zu machen. Gerade bei Kleinkindern muss man gut drauf schauen, dass man das richtige Material dabei hat, der richtige Rodel. Und ein guter Rodel lässt sich auch leichter lenken. Und wenn man bei Nacht unterwegs ist, auch dementsprechend Lichtquelle mitnehmen. Den Helm, ganz, ganz wichtig, denn im Gegensatz zum Skifahren ist die Helmtragequote beim Rodeln leider noch nicht so hoch. Warum gibt es denn noch keine Helmtragepflicht beim Rodeln? Wir sind generell nicht so für die Pflichten, weil es auch ganz schwierig ist, das zu kontrollieren. Darum kommen auch immer wieder die Empfehlungen vom KfV-Versicherer in Vorarlberg, dass man darauf schaut, dass man entsprechend den Helm trägt. Sie sagen jetzt, es kommt auf das richtige Fahrkönnen auch drauf an und natürlich aufs Bremsen. Was sollte man denn da unbedingt beachten? Ja, beim Bremsen ist ganz wichtig, dass einmal die Sohle flach aufgelegt wird. Meistens ist es ja so, dass man die Ferse hineingibt und so probiert zum Bremsen, dass die Sohle ganz flach ist. Und natürlich braucht es auch dementsprechend ein gutes Material, ein guter Schuh, der ein gutes Profil aufweist. Und dann auch dementsprechend mit dem Rodel auch den Hochziehen noch. Das kann eine ganz gute Bremswirkung erwirken. Wie Sie gesehen haben, ist es ein Spaß für die ganze Familie. Wie fährt man denn am besten mit einem, wenn man ein Kind bei sich hat? Das Kind sollte vorne da auch mit dabei sein und darauf schauen, dass man es auch wirklich auch gut in den Händen hat. Je nachdem, wie gross es so ist. Mit ganz kleinem Kind würde ich sowieso abraten, auf der Rodelstrecke unterwegs eher auf der Rodelbügel gehen. Und bei Nacht ist Stirnlampenpflicht? Pflicht. Man tut sich halt um einiges leichter. Oder? Ohne Licht hat man natürlich auch nicht die Chance und die Möglichkeit, um etwas zu sehen. Bloß oft denkt man nicht dran, weil die meisten gehen ein-, zweimal im Jahr gerodeln und dann ist man auf der Rodelstrecke und hat dann das Licht nicht dabei. Darum die Empfehlung, das mitzunehmen. Und auch in der Nacht am besten eine Skibrille mitnehmen mit hellem Glas, weil auch da kann der Schnee spritzen und dann ist das nicht sehr angenehm. Könnten Sie mir noch mal ganz kurz die wichtigsten Tipps zur Sicherheit sagen? Also wichtig ist, dass man den richtigen Rodel dabei hat, dass man sich selber gut einschätzt, dass man, wenn man die Technik nur so ganz außen hat, wenn man nicht viel rodelt, dass man dann dementsprechend defensiver unterwegs ist, dafür ein sicheres Tal abbekommt, dass, wenn ein Einkehrschwung dabei ist, der Alkohol in Maßen genommen wird, am besten gar kein und das erst im Tal und dass man auch dementsprechend Schutzausrüstung dabei hat, wie Helm, gute Schuhe, Lichter beim Dunkeln.